Ja, hallo liebe Shisha-Freunde, ich bin's wieder, euer Björn von Smoking Aces, heute mit einem Tabak-Review. Und zwar geht es um den hier. Das ist der Al-Waha Bahraini Flavor, um kurz mal aufs Cover einzugehen. Eben dieser Ausblick aufs Meer mit den Palmen in dieser gelb-bräunlichen Note gehalten. Hier vorne nochmal der Al-Waha-Schriftzug. Auf jeden Fall sehr cool gemacht, 200 Gramm Dose, kostet euch 13,50 Euro. Soweit feucht, dass ihr gleich einen Kopf damit bauen könnt. Zum Schnitt eben der typische Al-Waha-Schnitt, wie man ihn gewohnt ist, etwas gröber, aber geht auf jeden Fall zum Kopfbau klar. Was den Geruch angeht, er riecht schon mal sehr intensiv, das finde ich richtig gut. Man merkt ihn sofort. Was man definitiv feststellt, ist eine süßliche Erdbeere, die auch etwas künstlich wirkt. Dann eben noch so einen sauren Geruch, den würde ich jetzt als grünen Apfel, sage ich mal, definieren. Auch auf jeden Fall schon mal eine geile Zusammensetzung und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Zu meinem Setup, ich rauche mit einer MPS, dem Magic Slice, Butcher und 3,5 Pricos. Rauchverhalten soweit auch okay. Beim Geschmack ist es auch wie beim Geruch. Er schmeckt sehr intensiv. Künstliche Erdbeere, die die süßliche abgibt. Dann eben der Apfel mit diesem säuerlichen. Auf jeden Fall ein geiles Geschmacksspiel, was man da im Mund hat. Finden sehr interessant. Auf jeden Fall auch ein cooler Sommertabak, müsst ihr unbedingt mal austesten. Kaufempfehlung gibt es von mir. Punktebewertung 9 von 10 Punkten, ich denke, die hat er verdient. Eine geile Sache, teste das Ganze mal aus. Ich werde jetzt noch gemütlich meinen Kopf fertig rauchen und bedanke mich natürlich recht herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!